Einen schönen guten Morgen, schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Woche hat angefangen und ja, auch ein neuer Lockdown, auch wenn er Light genannt wird, so ist es doch ein Lockdown. Und wir werden heute auch ein neues Buch in der Bibel anfangen, alles neu. Und wir wissen, jeder Tag ist neu und Gottes Gnade ist mit uns. Und ich möchte lesen mit uns in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 1. Da heißt es, den ersten Brief habe ich geschrieben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ich möchte mit uns die nächsten Wochen, wahrscheinlich sogar Monate, möchte ich die Apostelgeschichte betrachten. Ich persönlich mag Lukas ganz besonders und auch die Apostelgeschichte, weil das Wort Gottes hier schreibt, dass er alles aufschreiben wollte, sehr genau, was da passiert ist, was da passiert ist mit Jesus, was da passiert ist mit der Gemeinde. Und wenn wir den Lukasbrief schauen, dann wird dieser Freund schon einmal erwähnt und Lukas hat das alles aufgeschrieben, weil er diesem Freund dienen wollte, aber nicht nur ihm, sondern letztendlich auch uns und der Gemeinde über die Jahrhunderte hinweg. Und er schreibt dieses Evangelium des Lukas und schreibt dort, dass er alles zusammengetragen hat und Leute befragt hat, genauestens Augenzeugen, weil er selbst war ja kein Augenzeuge, damit er weiß, sein Freund, wie es sich zugetragen hat mit Jesus. Und wir wissen, dass Lukas ein Arzt war, also hatte er studiert und hatte sicherlich sehr viel Wissen und auch Ärzte heute noch müssen mit einer gewissen Genauigkeit ans Handwerk gehen. Es geht ja manchmal um Leben und Tod und so können wir davon ausgehen, dass er tatsächlich sehr gründlich und genau war. In der Apostelgeschichte nun haben wir beides, nämlich zum einen das, was er gehört hat von Augenzeugen, aber gleichzeitig auch, was er selber erlebt hat. Und er beginnt die Apostelgeschichte mit diesem gleichen Hinweis auf wie bei seinem Evangelium, dass da alles drin ist, was er von Jesus weiß und gehört hat. Von Anfang an sagt er, was die Tage waren und was die Lehre war. Und auch diejenigen, die die Apostel waren, die erwähnt er hier. Und er erwähnt sie in der Erwählung nicht nur durch Jesus, sondern durch den Heiligen Geist. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, wie Lukas einen großen Schwerpunkt drauf legt, dass hinter all dem, was geschieht, das Wirken des Heiligen Geistes ist. In den Aposteln, in der Gemeinde, in all den Dingen, die erwecklich passieren, in Zeichen und Wundern, in der Leitung, in der Ausrichtung, in all dem wird immer wieder deutlich, dass er einen Schwerpunkt drauf setzt. Zeigt, dass Jesus diese Erde verlassen hat, aber gleichzeitig zeigt er die Kooperation und das Wirken des Heiligen Geistes. Und so spricht er von Anfang an immer wieder vom Heiligen Geist. Ja, er schreibt davon, als Jesus die Jünger beruft, gleich hier im ersten Vers oder in den ersten Versen, dass er das tat in der Kraft oder durch die Weisung des Heiligen Geistes. Und so wird deutlich, dass alles, was hier geschieht in der Gemeinde, dass der Heilige Geist dahinter steht und auch von dem, was aufgeschrieben ist. Diese Autorität nimmt er letztlich mit hinein und sagt, schaut mal, da hat der Heilige Geist gewirkt, ich schreibe das auf und dadurch macht er gleichzeitig deutlich, das sind nicht nur ein paar interessante Buchstaben, die ich hier aufschreibe, sondern auch darin ist das Wirken des Heiligen Geistes mit involviert. Wir glauben an das inspirierte Wort Gottes, dass es nicht nur irgendein Buch ist, sondern dass die Bibel das ist, was Gott uns mitgibt, wo er sich offenbart, wo wir sehen, wie ist Gott, wie handelt er. Lukas macht es deutlich, schau das Evangelium an. Ich habe alles genauestens befragt und jetzt in der Apostelgeschichte macht er deutlich, hier schau, lieber Theophilus, was ich alles erlebt habe und wie der Heilige Geist weitergewirkt hat in der Gemeinde. Und wie Gott letztendlich selber darüber wacht. Von Anfang an bis hinein ins Neue Testament und bis zum Ende in das Buch der Offenbarung, dass da Dinge aufgeschrieben werden, die wir heute zusammengefasst haben, als das, was wir die Bibel nennen.
Und Lukas war es ein Anliegen, dass sein Freund genauestens unterrichtet wird. Wie war es mit Jesus? Wie war es mit der Gemeinde? Und wie ging es weiter? Und das gilt auch uns und das wollen wir entdecken. Wir wollen hineinschauen in dieses Buch, die Apostelgeschichte, und sehen, wie hat der Heilige Geist gewirkt? Wie hat sich die Gemeinde ausgebreitet und wie ging es weiter, obwohl Jesus ja gar nicht mehr da war? So ging es den Leuten nicht nur damals so, sondern auch uns heute, nämlich in dieser Spannung zu entdecken für uns selber, was hat das, was damals passiert ist, heute mit meinem Leben zu tun? Und das dürfen wir entdecken. Ich möchte uns da ermutigen, das Wort Gottes, die Bibel zu lesen und die Apostelgeschichte durchaus parallel mitzulesen, vielleicht sogar schon einmal komplett durchzulesen oder einige Kapitel zu lesen, einfach um Gott die Möglichkeit zu geben, schon zu uns zu reden durch den Heiligen Geist. Ich glaube, dass es ein wunderbares Buch ist, wo Gott hineinspricht in unser Leben und der Heilige Geist will das lebendig machen. Nicht nur ein Buch, nicht nur irgendein Lieblingsbuch, auch wenn ich die Apostelgeschichte ganz besonders mag. Nein, die Summe des Wortes ist so entscheidend. Und dafür möchte ich euch gewinnen und einladen und Spannung machen, die beste Botschaft der Welt, nämlich das Evangelium, die Botschaft der Gnade und Liebe und Vergebung Gottes, der Rettung von Menschen. Diese werden wir finden in jedem Buch der Bibel, aber ganz besonders eben auch in der Apostelgeschichte. Und so dürfen wir gespannt sein, was hat Gott getan in seiner Gemeinde. Und ich möchte euch segnen für diesen Tag und morgen steigen wir so richtig ein. Und so möchte ich euch Mut und Freude zusprechen, nämlich hineinzuschauen in dieses wunderbare Buch, die Bibel, und speziell jetzt die nächsten Wochen und Monate in die Apostelgeschichte. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.